Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Scheinbar schalten wir nun auch die Röhre fürs vierte Kapitel frei. Das wollte ich euch noch mal kurz demonstrieren. Das führt uns natürlich in die Stadt, die Düsterstadt, Düsterdorf, wo alle in Schweine verwandelt wurden. Aber das ist nicht so wichtig. Wir haben den Auftrag bekommen von, ich glaube, sie hieß Nagarine, dass wir nochmal in Logals Burg vorbeischauen, denn mit Erona kann man da wohl irgendwelche Gegenstände wegpusten, um einen geheimen Orden zu finden. Und der Theorie wollte ich mal auf den Grund gehen, deshalb bin ich hier und latsche jetzt ein bisschen nach links. Könnte man nicht theoretisch jetzt da mit Yoshi rüberschweben? Ich versuch's jetzt. Vielleicht hätte es geklappt. Was zum... Ich bin gerade auf den Pickel-Gumba gesprungen, der ist gestorben. Müsste nicht Mare dadurch eigentlich... Naja, ist auch egal. Ich bin jetzt hier oben gekommen. Es hat länger gedauert als erwartet, hier hochzukommen, aber egal, wir sind hier oben. Hier war Logart und wir haben ihn umgebracht, diesen bösen roten Drachen. Und nun... Hä? Hey, das scheint mir verdächtig. Sieh mal einer an, das, was Nagarine haben wollte. Einen gemausten Orden. Bring Nagarine den Orden, den sie sucht. Was machen wir dem Orden? Wird uns nicht erzählt. Oh nein, sag mir jetzt nicht. Ich muss jetzt auch noch den ganzen Weg wieder zurück. Lass mich raus, ich will runterspringen. Nein. Ah, gut. Dann gehen wir zurück. Ganzen Weg. Wuhu, hier ist Mario endlich in Rolinge angekommen. Er hat den Orden und er ist hier bei Corsario und Luigi. Mit dem müssen wir auch noch reden. Na, was wollt ihr? Wer ich bin? Ja, mein Name ist Corsario. Ich bin Händler und damit der reichste Mann hier. Geld macht mich frei und frei zu sein macht glücklich. Aber eins frage ich mich doch immer und immer wieder. Warum fülle ich nur immer diese Leere, obwohl mein Leben so unbeschwert ist? Das ist wirklich schrecklich. Sag mir, was denkst du, was mir fehlt? Romanze, Gefühl, Humor, Moneten. Dir fehlt einfach das Gefühl, Mann. Gefühl? Damit habe ich es auch schon probiert. Ich bin in den Wald gegangen und habe allen Frust aus mir rausgeschrien. Oh nein, das war Gebrüll. Und du meinst Gefühl? Das könnte es sein. Übrigens, ich habe noch nicht von diesem Schatz des Piratenkönigs Cortez gehört. Das wäre vielleicht was, so einen Piratenschatz zu suchen. Besser als jene gefühlvolle Romanze oder was auch immer. Hast du davon gehört? Dieser Schatz soll auf der Isla Corsaria schlummern. Es wird gemunkelt, der Piratenkönig Cortez hätte ihn einst dort versteckt. Zahlreiche wackere Männer sind aufgebrochen, um den Schatz zu finden. Aber kein einziger von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Der Rachegeist des Piratenkönigs greift angeblich jeden an, der sich der Insel nähert. Seitdem dieses Gerücht umgeht, wagt es niemand mehr, dorthin zu fahren. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Schatz existiert. Und ich werde das One Piece finden. Ich meine, und ich werde es beweisen. Nicht umsonst habe ich, der große Corsario, alle 7 Meere bereist. Alle? Was? Ihr wollt einen legendären Schatz hier in Rolingen finden? Was für ein Unsinn! An einem so mickrigen Ort gibt es doch keinen Schatz hier. Lass dich doch nicht so einen Bären auf den Nutz. Ich kann nur so naiv sein. Was? Ihr habt sogar eine Schatzkarte? Zeig doch mal her. Na los, lach schon. So, auf dieser Karte ist ja die Isla Corsaria eingetragen. Ihr habt doch wohl nicht die Absicht, mir meinen Schatz zu klauen. Was? Ihr wollt doch nur nach einem Sternjuwel suchen? Jetzt wo ich es sage, da war auch die Rede von einem sternförmigen Juwel. Wahrscheinlich kann man es für einen Haufen Geld verkaufen, oder? Na egal, auf jeden Fall brauche ich ein neues Abenteuer. Was meint ihr dazu? Mir scheint, das Schicksal hat uns zusammengeführt, Jungs. Wollen wir nicht gemeinsam zu einer Corsaria aufbrechen? Dieses Sternjuwel könnt ihr ruhig haben, aber der Rest gehört mir.
Was? Ihr habt kein Schiff, um auf die Insel zu fahren? Was denkt ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Selbstverständlich werde ich ein Schiff besorgen. Und zwar ein prächtiges. Also gut, wir haben noch einiges vorzubereiten. Ich bin auf jeden Fall der Anführer und du der Kapitän. Oh. Also, du kommst am besten gleich runter zum Hafen. Was ist das eigentlich für ein Schädel, den du da mitnimmst? Will er mir nicht sagen. Aber jetzt sollen wir zusammen mit Corsario auf die Isla Corsaria, um einen Schatz zu finden? Ja, wenn es sein muss. Ich komm gerade von der Isla Vanilla und stell dir vor, da habe ich schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden, Bro. Ich wette, so aufregende Abenteuer lebst du endlich einmal du. Soll ich dir davon erzählen? Ist aber ein bisschen länger. Ja, kannst du. Mit Barbara, dann sieht man sie auch nochmal schlafen. Also, so ein bisschen. Steht ein bisschen hinter der Theke, aber passt schon. Die Isla Vanilla. Also gut, das ist eine lange Geschichte. Unser Schiff erreicht die Isla Vanilla und wir hören etwas. Wir hören einen gewaltigen Lärm auf der ganzen Insel. Auf dieser Insel werden jeden Tag Autorennen veranstaltet. Und der Sieger im Rennen wird zum König gekrönt. Wir kommen gerade zur Preisverleihung der Strecke an, ja? Und die Trophäe für den Sieger ist ein Pokal. Und die Verzierung ist ein Stück von dem Wunderkompass. Ich muss also unbedingt an den Rennen teilnehmen. Einen Kart bin ich ja schon öfter gefahren und gar nicht schlecht. Aber diese Wagen haben viel mehr Power als so ein Kart. Es ist wie ein richtiges Automat, Mario, ich sag's dir. Außerdem sind sie bewaffnet. Raketen, Bazookas, alles. Als ich das sehe, wird mir noch ein wenig mulmig. Aber jetzt, ich reiße mich zusammen. Ich muss an so einem Rennen teilnehmen. Und dann kommt der Tag des Rennens. Meine Kiste ist absolut mega stark, wie sie am Start steht. Schmaragdblitz, so heißt das Gerät. Beim Start gebe ich sofort Gas wie ein Besessener. Aber ich bin noch im Rückwärtsgang. Ich setze den Schmaragdblitz rückwärts gegen eine Mauer. Ich bin letzter, mein Wagen ist Schrott. Aber dann, kurz hinter dem Start, krachen alle anderen Wagen ineinander. Und so schaffe ich es dann doch noch, das Rennen zu gewinnen, Mario. Das neue Teil des Wunderkompasses zeigt mir wieder den Weg. Diesmal muss ich nach Sängerstadt, weit nach Osten. Und wieder höre ich diese Stimme, die Stimme der Prinzessin. Prinzessin Eclair, wenn ich nur den Klang ihres Namens höre, dann... Naja, ich werde sie auf jeden Fall befreien. Süße Prinzessin, warte auf einen Retter. Also jedenfalls besteige ich das nächste Schiff. Und so kam ich dann wieder nach Rudigen und jetzt bin ich hier. Oh, ja, cool. Ich kann nichts mehr erzählen, aber komm doch mal wieder. Werde ich. Und wer bist du? Mein Name ist Schraub. Da er mich auf Knien angefleht hat, habe ich ihm die Maschine geliehen. Wie wütend der wird. Dieser verdammte Mistkerl. In Sekundenschnelle hat er die Maschine völlig ruiniert. Bis ich die 5000 Münzen für die Reparatur zurück habe, weiß ich nicht von ihm. Also bist du wie Misty, oder wie? Aber ich finde das lustig, die meisten Begleiter von Luigi folgen ihm nur, weil Luigi dem was schuldet. Also, ich weiß nicht, Luigi ist nicht super beliebt, habe ich das Gefühl. Aber, naja. Wollen wir jetzt erstmal der Gerede den Orden geben? Hi, ich sehe, es dir an, hast du ihn gefunden, oder? Ja, genau, hier ist er. Was wissen wir, Musikorden? Das ist der Orden, den ich gesucht habe. Mein süßer Mr. Schnauzer. Hör zu, ich werde nicht sauer. Den Orden habe ich dort versteckt. Das war ein Spiel. Verzeih mir. Aber genau, wie ich erwartet hatte. Schnauzi-Bauzi. Da hast du auf mich so viel mehr Talent als ich anzufinden. Ich habe eine prima Idee. Von nun werde ich dich auf deinem Abenteuer begleiten. Mir scheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. Und auch so mit dir gehe. Und deine Belohnung? Also, weil du von nun an um mich kümmern musst, gebe ich dir diesen wertvollen Orden, den du gerade gefunden hast. Sound FXC erhalten. Beim Angriff piepst machen wie eine Maus. Okay? Und das hier nimmt ein Zeichen meiner Freundschaft. Aber doch nicht von den Ladies! Also, Mario, du... Du Romantiker, hast jetzt drei Ladies an der Backe. Nee, vier! Oh, die Musik ist voll geil gerade. Na, Gerido gehört wohl jetzt scheinbar auch noch zum Team. Mario schnappt sich jedes Mädchen, was er krallen kann. Oder sie krallen ihn, besser gedacht. Aber ja. Na, Gerido hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, erschnuppert sie, ob es in der Nähe etwas zu finden gibt.
Sollte sie versteckte Items oder Objekte entdecken, schaut sie sogleich in Richtung ihres Fundes. Wenn du X drückst, schnuppert Nagrene auf den Müllluft liegt. Dieser Gegenstand was zu sein! Ah. Da ist ja wirklich eine Schatzkiste, kaum zu übersehen. Fühlt sich ein Item oder etwas anderes Interessantes in der Nähe, zuckt ihre Nase. Drückst du X noch einmal, fängt sie erneut an zu schnuppern. Je nach Entfernung zum Objekt fällt die Reaktion unterschiedlich stark aus. Nein, die Kiste war fake! Aber das ist cool, denn sie scheint optional zu sein, weil man muss ja diese Quests gar nicht machen, diese Aufträge, die sind optional. Aber ja, warum nicht, ne? Im Kampf kannst du den Gegner mit der Maulschelle angreifen und mit Diebesgut steht sie dem Gegner Items. Ah, dann könntest du Gegner also auch Items stehlen. Komm jetzt. Auftrag erledigt. Ist hier was? Ja, ja. Was ist wirklich was? Ganz in der Nähe. Das stimmt, wenn wir hier runter droppen vielleicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie bin ich darauf gekommen? Aber hier ist noch was. Hier ist noch was? Wo denn? Hier? In dieser Gegend. Boah, wie groß ist unser Roaster jetzt? Jetzt haben wir 6 Characters. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt alle. Haben wir jetzt alle? Das wirkt auf jeden Fall so. Schau mal, wie riesig das Roaster jetzt ist. Habe ich nicht erwartet, dass Nagrene auch noch joint. Okay. Die hier bestimmt aus, die einen Ordenshop betreibt. Hö, tut sie? Findet sie etwas, zuckt ihre Nase. Hm. Okay. Aber ich glaube, wir wollen jetzt erstmal rübergehen nach ganz unten zum Hafen. Denn. Oh, war ich am Eis, ja. Mach ich gleich. Denn wir wollen natürlich herausfinden, wie wir zur Aida Corsaria kommen. Und ich glaube, ohne Corsaria kommen wir da wohl eher nicht hin. Deshalb, wir müssen ihm vertrauen. Und ja, ich sag mal, wir müssen ihm helfen. Dass er uns hilft. Und ich wette, hätte man hier mit den Leuten geredet, hätten die einfach gesagt, hey, gehst du Corsaria und der weiß mehr. Oder irgendwie sowas, bestimmt. Boah, der hat die ganze Crew schon bei sich. Warte mal. Seht ihr den da oben? Das ist doch... Ist das nicht einer der Bösen? Der Wind sieht gut. Genau richtig zum Ablegen ist der Wind. Das Wetter wird uns also keine Probleme bereiten, aber... Aber was? Wird uns etwas anderes Probleme bereiten, oder wie ist das? Herr Matros, Bob-Bam, dieser Kerl will uns auch zu einer Corsaria begleiten. Ich frage mich nur, wieso so viele Bob-Bams Matrosen sind. Ich weiß es auch nicht. Der Kaufmann Corsario, er ist sehr reich und besitzt mehrere Schiffe. Und die Corsar ist wohl sein absolutes Lieblingsschiff. Das ist Big Omb, ein Bob-Omb, ein echter Seeb-Omb und eine imposante Gestalt. Ein kräftige Typen, harte Arbeit erledigen. Oh, das ist schon ein toller Anblick. Okay. Juhu, jetzt werde ich reich. Endlich legen wir ab. Einer der Matrosen, die uns nach Corsaria begleiten. Er sieht aus, als würde er sich wirklich auf dieses Abenteuer freuen. Ah, Steuerbord! Backboard. Ich trainiere meine Stimme. Ja, das merke ich. Warte mal, du hier. Das ist Meaty, ein Toad. Zusammen mit seinem Bruder führt er den Itemshop Toads und Koopas. Er fährt nach Corsaria, um eine Filiale in das Geschäft zu gründen. Es ist schon toll, wenn Händler Initiative zeigen. Die Frage ist nur, ob er wohl auf einer einsamen Insel viele Kunden haben wird. Na, so einsam wird sie nicht sein, oder? Denke ich mal. Beim Wiederhingehen ist sie nicht so einsam. Endlich, ich werde auf der Isla Corsaria mein eigenes Geschäft eröffnen. Klein, aber fein. Aber eins macht mir Sorgen. Wenn die Insel unbewohnt ist, wer kauft denn bei mir? Warum kommst du denn überhaupt mit? Wer bist du? Diesen Typen nennen alle nur Vierauge. Er soll uns auch nach Corsaria begleiten. Aber er kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Hallo, Schiff ahoi. als ob das niemand merkt, aber na gut. Was soll's? Mein Bruder! Er ist zur Isla Corsaria aufgebrochen und noch nicht zurück! Es war gefährlich, aber ich habe mich entschlossen, mit zu dieser Insel zu fahren! Du willst nur deinen Bruder suchen? Das ist der Todesmatrose. Für einen Matrosen wirkt er ein wenig furchtsam. Vielleicht liegt es daran, dass er sich immer Sorgen um seinen Bruder macht? Gut, dass Luigi nicht so viele Sorgen um dich machen muss, Mario. Ja, aber Mario muss sich viele Sorgen machen um Luigi leider. Ich kann hier leider kaum hochspringen, weil sonst rede ich mit denen. Ich komme überhaupt nicht hoch zum letzten. Aber doch jetzt. Cool.
Das ist eine der Tarts, die uns auf der Isle Korsare begleiten werden. Sie hat beschlossen, nach Korsare umzusiedeln. Rohlingen ist hier zu spießig. Steh. Es ist sicher nicht verkehrt, Experiment zu machen, solange man noch jung ist. Ich hatte immer gehofft, dass ich diese Stadt eines Tages verlassen könnte. Es ist mir völlig gleichgültig, ob die Piraten oder Geistern begegnen. Immer noch besser als die Rohlinge. Ja, ist es hier Frankfurt oder wie? Naja, okay, passt schon. Wie du meinst. Gut, dass du da bist. Es gibt doch noch ein kleines Problem. Aber schau dir erstmal dieses Schiff an. Ein wahres Prachtstück, was? Das ist die Korsar. Total mein Schiff ist sie das Kostbarste. Der Anblick ihres majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Und vergleiche ich diese elegant geschwungenen Linien. Und wisst ihr, sie ist nicht nur schön, sondern auch ein schnelles und wendiges Schiff. Die Korsar ist einfach... Was? Jemand weißt du, was das Problem liegt? Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Wir haben keinen Steuermann. Es ist erst davongelaufen, er hat keinen Bock mehr gehabt. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffs. Und die Umgebung ist der Isle Korsare. Und die Umgebung der Isle Korsare ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Wofür hat der Korsario? Wegen dieses Problems. Ich hätte eventuell eine Idee. Was gibt's, Pickup? Los, sag schon. Naja, also hier in Rohlingen soll irgendwo ein legendärer Seemann leben. Der Name ist Bardock. Angeblich ein griesgrämiger alter Kauz. Aber es soll niemanden geben, der geschickter mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen oder so. Gut, dann müssen wir wohl diesen Bardock finden und für unser Vorhaben gewinnen. Für diese Aufgabe scheint mir Kapitän Mare genau der Richtige zu sein. Irgendwelche Einwände? Okay, gut, alles klar, ja, kann er machen. Beschlossene Sache also. Mario, du wirst uns umgehen, diesen Bardock verbringen. Los. Okay, dann hole ich den mal. Wer von euch ist denn Bardock? Bist du das? Bob Oms. Nein, der ist es nicht. Du vielleicht? Nein, Matrosenbob-Bomb. Also normaler, kein Name, er ist ein Noob. Der einzige, der mir einfallen würde, ist tatsächlich der in Blütenweiler, der am Wein ist. Aber der meinte doch, in Rohlingen wäre der Bob-Bomb. Das ist natürlich schwierig, ne? Ja, ich überlege gerade, lohnt es sich nochmal nach Blütenweiler abzuhauen? Vielleicht ist es der. Gut, hier ist halt überall keiner. Okay, ich schau mal Blütenweiler. Das würde mir am meisten Sinn ergeben, finde ich. Schau ich mal nach. Da, er hier. Er ist es doch bestimmt, oder? General Bob Nee, er ist es auch nicht. Aber ich rede trotzdem mal mit ihm, wenn ich schon mal hier bin. Mein Name ist Bob-Omb. Ein alter Bob-Omb. Ohne Träume und Hoffnung. Alles wäre mir recht, wenn ich doch nur etwas Nutze wäre. Schade. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, dass Bob-Omb jemand ist, den wir noch gar nicht kennen, wo mir der Name bekannt vorkommt. Und er soll wohl irgendwo hier hinten sich befinden. An irgendeinem Ort, wo wir vorher noch nicht rankamen. Zwischen da oben ist ein Edelstein. Ah, ganz wichtig. Ich muss die Shine Sprites noch abgeben, damit ich meine Partner verbessere. Nee, hier bin ich doch nicht richtig. Okay, bin ein bisschen verwirrt. Er sollte aber irgendwo hier in diesem Bildschirm sein oder zumindest halt hier in der Nähe. Aber okay, machen wir erstmal das, wenn es gerade eingefallen ist. Ist, glaube ich, sowieso wichtiger und besser. Achso, sorry, ja, der will unbedingt, dass ich hier stehe. Okay, besten Rang möchte ich erhöhen. Ich habe nur drei, ne? Machen wir erstmal Barbara. Kriegt sie einen neuen Feuerzauber, habe ich gerade gelesen. Das klingt doch ziemlich episch. Also, Raufuß, Auffuß. Auffuß! Freut sich. Tut mir leid, Lagarena, du musst warten. Obwohl auf dem Bildschirm. Sie freut sich so sehr, nimmt sich mit. Auf dem Bildschirm mit den Außenwirklichkeiten der Partner, da war schon ein bisschen mehr Platz. Vielleicht kommt noch ein Partner, ich weiß es nicht.
Wir haben jetzt Feuerzauber. Greift alle Gegner mit Flammen an. Setzt sie in Brand. Für 6 BP können wir alle Gegner sofort anzünden. Boah. Okay, das können wir uns merken, denke ich. Warte mal, komme ich da irgendwie hin? Jetzt, wo ich das vielleicht wegpusten kann? Ja! Oder? Warte. Die wackeln hier. Warum wackeln die? Nein? Das kann doch nicht sein. Irgendwie muss ich hier doch rüber können. Weil irgendwo hier in diesem Bildschirm soll Bart und sich verstecken. Und ganz ehrlich, ich glaube, er ist irgendwo oben auf den Dächern. Weil wir waren ja gerade bei Nagarine oben auf dem Dach. Und ich wusste gar nicht, ob er auf Dächer drauf kann. Andererseits, hier haben wir noch gar nicht nachgeschaut, ne? Hier ist er. Warte mal. Können wir vielleicht so auf das Dach drauf? Ich sehe halt nicht, wo ich hinspringen muss, leider. Vielleicht aber kann ich ja auch nicht auf dem Dach drauf. Mann, ich sehe halt nichts. Ey, Leute, Kollegen, hallo. Keiner, der mir antwortet. Das ist doof. Okay, das ist schwierig. Ich kann doch nicht in das Haus rein und dann irgendwie nach oben kommen, oder? Gab es hier einen Weg nach oben zu springen? Hier ist ja nirgendwo ein Eingang oder so, ein Ausgang oder so. Warte mal, hier sehe ich was. Verschlossen. So ein Mist. Ja, aber guck mal. Ich glaube, ich war hier schon richtig. Da oben ist ein Kamin oder halt ein Schornstein und da ist was offen. Bestimmt können wir von diesem Haus aus nach oben kommen, oder? Hey, was machst du hier? Wie, was mach ich hier? Du bist das Loser da? Wo du überall hin musst, scheint mir ziemlich stressig zu sein. Wenn du jemanden besiegst, besiegst du seinen Stolz. Merkt ihr das? Du bekommst irgendwann ein echtes Problem. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ich kann deren Essen wegnehmen. Toll. Nee, dann muss ich mich leider spoilern lassen. Ups. Ups, ups. Und wie ich mich hier spoilern lassen habe. Diese Plattform hier. Scheinbar kann man mit diesem... Aua. Kann man durch diese Plattform Mini-Yoshi benutzen, um rüberzukommen an manchen Orten. Habt ihr das gewusst? Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Aber da komme ich nicht lang. Okay, warum auch immer dann hier die Plattform ist. Aber jetzt, wo wir das wissen. Ja, doch. Ich glaube, es gab. Gab es einen Ort, wo das hilfreich ist? Ich dachte, das wäre eine Fähigkeit, die wir jetzt im nächsten Kapitel so bekommen würden. Aber nee. Ich kann einfach so ins Wasser springen. Warte mal. Wait. Und generell hier rüber. Mann, ich sterbe gleich noch. Ich habe nicht mehr viel Leben. Machen geht schon nicht mehr gut. Oh no. Können wir nicht generell hier rüber? Ja, können wir. Dann ist hier einer vom Dach zu Dach gesprungen. Mann, das sah toll aus. Und ich denke, vielleicht war es ein Dieb. Dann kann er sich durch die Schornsteine einschleichen. Ja, Schornsteine. Das ist ein gutes Thema. Und endlich können wir hier hoch. Wie lange habe ich versucht, hier hochzukommen? Oh Mann. Ja, wir können mit Mini Yoshi einfach über Sachen überfliegen. Ich hatte meine unsichtbare Wände, deshalb habe ich es nie ausprobiert, aber ich habe gesehen, es klappt einfach. Also kein Problem. Aber warte mal, bevor ich jetzt in den Schornstein reingehe, schaut mal, was wir da hier. Ups. Das kann mal passieren. Hey, warte mal. Warte mal, wer bist du denn? Gombrina, bevor ich mit irgendwelchen fremden Leuten rede, kannst du mir sagen, ob du die erkennst? Ja, das ist Walter von ein Troubadour, der frei über allen Dächern lebt. Er kennt sich mit Legenden aus, solange sie sich um Rohlingen drehen. Für ein paar Münzen erzähle dir eine Geschichte. Vielleicht sogar eine, die dir bei deinen Abenteuern nützlich ist? Sei gegrüßt, ich bin der Troubadour Walter von... Jeden Tag sitze ich hier oben und erzähle Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rohlingen. In der Welt, das sehe ich dir was. Allerdings kostet es ein bisschen Münzen. Also willst du eine Legende hören? Sieht was aus.
Ah, wir können also nochmal alles zusammengefasste nochmal hier durchlesen für 5 Münzen jeweils. Also er hört halt so ziemlich alles, was hier erzählt wird und... Das ist interessant. Yoshi kann leider nur seitlich fliegen, deshalb müssen wir hier gezielt springen und aufpassen. Jaha. Jaha. Und ich glaube, dass hier... Nein! Ein Splitter ist. Mann, daneben. Genau, ich glaube hier runter. Falle mich Idiot, vielleicht sollte ich einfach mal mit Gumbrina reden. Sie sagt mir sofort, was ich tun muss. Also jetzt gerade nicht, jetzt auch, wo ich auf dem Schornstein bin, aber wenn ich irgendwann mal hier unten bin, dann sagt sie. Ja, danke. Er sagt zum Beispiel, kann über den Fluss. Oder wenn ich ganz woanders bin, dann hat Gumbrina vorhin gesagt, hey, in der Bar, da weiß jemand vielleicht Bescheid, wer Bad Orb ist und wo man hin muss. Also, ja, vielleicht sollte ich nächstes Mal erstmal mit Gumbrina reden und mit den Charakteren generell. Komm, jetzt gib her. Jetzt gib her, wo ist es? Hallo? Sie verarschen? Das kann doch wirklich nicht sein. Ja, jetzt! Hä? Wieso vorher nicht? Ach, wisst ihr was? Mir doch egal. So, rein da. Oh. Da ist er ja. Boah, dein cooles Design. Was wollt ihr? Wir wollen nur reden. Ganz freundliches Gespräch. Badam, ein Bob-Amp, erzähl mir eine Legende. Im Hafen kennt ihn jeder. Ich hatte ja gehört, dass er schwierig sei, aber so etwas von stur. Der Seemann, Badam! Kenn ich nicht. Versuch's bis woanders. Was? Hey! Also los, verschwinde! Da ist die Tür! Aber hier ist auch eine Tür. Schau. Danke. Das glaubst du nicht? Danke. Hast du noch eine? Dann hatte ich nämlich nur genug für meine Nagarine. Der Seemann, Badam! Keine Ahnung, wer das ist. Wie können wir ihn überreden? Verstecken wir uns. Wir sind gar nicht da. Haha. Nein. Okay, dann gehen wir. Ciao. Kannst du uns jetzt vielleicht folgen? Kenn ihn nicht. Versucht es woanders. Bad Om. Aber er ist doch Bad Om. Oder etwa nicht? Kriegst du hier noch was? In der Gegend. Ja, toll. Kann ich hier noch mal rein? Nö. Was will er denn von uns, dass er uns zuhört? Hey! Er uns zu gefährlichst! Habt ihr einen Tipp? Ja, wie, wo er wohl ist? Ja, ist er doch. Bad Om. Er ist doch Bad Om. Ja, Bad Om. Okay, ich hatte ja gehört, dass es schwierig sei, aber sowas von Spür. Gehen wir mal am Hafen mit den Leuten. Hey, ich habe ihn gefunden, aber irgendwie hört er mir nicht zu. Du glaubst, diesen Badam gefunden zu haben? Aber er leugnet es zu sein? Du solltest mit jemandem reden, der über die Leute hier Bescheid weiß. Was soll das heißen? In die Bar oder was? Du meinst vielleicht hier hat einer eine Ahnung? Badam, da kann ich den. Der wohnt in Osten, gleich im ersten Haus in dem bewachten Tor. Aber ihr solltet ihn besser in Ruhe lassen. Warum? Verschwende! Die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich! Oh, diese sündhaft schöne Frau in der Bar vom Feigenheim! So oft habe ich es versucht, aber nie hat sie mein Flehen erhört! Die war schon hart, ja. Die Explosion eines Bob-Amps ist wie die Faust eines Mannes. So eine Explosion im richtigen Augenblick verfehlt selten ihre Wirkung. Aber als vernünftiger Bob-Amp muss man wissen, was denn der richtige Augenblick ist. Hey, Kollege, kannst du mir nicht einen richtigen Hinweis geben? Klar kenne ich ihn, aber ihr solltet ihn in Ruhe lassen. Na Freunde, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Das ist keine Ahnung. Es gibt einen Altertumsforscher hier. Ich weiß es schon. Nächstes Mal was Neues. Hä? Ist nicht ein Job für mich? Okay, ich schätze, das werde ich jetzt mal rausfinden für die nächste Folge. Wie ich Bad Om überreden kann, dass er uns überhaupt erstmal zuhört, ja? Gibt jetzt Super Luigi, sofort ein Bestseller geworden. Ein Buch oder was? So eine Ecke. Manchmal ist es durchaus von Vorteil, nichts zu verstehen.
Oh, wäre ich doch nur ein Schwein geblieben. Ein bisschen dafür. Ja, ich habe vergessen zu lesen, die Dinger. Ups, sorry.